Aus unserer Reihe Du bist der Richter, heute ein neues Fältchen. Und zwar geht es dort um entgangene Urlaubsfreuden. Also ein Fall aus dem Bereich des Reiserechts. Welche Urlaubsfreuden hier entgangen sind, lasst euch mal überraschen. Das werden wir heute in dem Video für euch aufbereiten. Hallo zusammen, mein Name ist Christian Klages, ich bin Partner der Kanzlei KGK aus Köln-Rodenkirchen. Uns interessiert wie immer eure Meinung. Ihr seid jetzt der Richter, ihr dürft diesen Fall entscheiden. Postet es hier unten unter dem Video. Die Lösung, wie das Gericht tatsächlich entschieden hat, gibt es wie immer auf dem Link unten hier auf unserer Homepage. Hier in diesem Fall ging es darum, dass ein Ehepaar ein Urlaub gebucht hat auf Menorca. Das Ehepaar wollte aber nicht nur den Tag über in der Sonne verbringen, sondern wollte sich abends auch noch im Bett vergnügen. Als es aber anreiste, stellte es fest, dass eben nicht wie ursprünglich gebucht ein Doppelbett vorhanden war, sondern nur zwei Einzelbetten. Das wiederum trübte, wie der Kläger, der Ehemann, dann später vor Gericht vortrug, die Urlaubsfreuden derart, dass man nun Schadenersatz verlangte. Denn der Kläger und auch seine Ehefrau waren der Meinung, dass sie ihren Beischlaf nicht vernünftig auf zwei Einzelbetten vollziehen können. Und das gehöre aber für sie zum Urlaub dazu. Es gehöre eben nicht nur das Sonnenbaden, sondern eben auch die Freuden abends dann im Bett dazu. Das hätte aber nicht funktioniert in den zwei Einzelbetten und deshalb will man jetzt Schadenersatz haben. Und zwar 20% des Reisepreises. Was meint ihr? Ist das gerechtfertigt? Kann man nur wegen des nicht vollziehbaren Beischlafs einen Schadenersatz verlangen? Oder gibt es da nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten? Kann man nicht vielleicht einfach die Betten zusammenschieben? Schreibt es uns hier unten drunter. Wir freuen uns auf eure Meinung. Bis dahin, ciao.